So, huhu, nach da draußen. Habt ihr Bock auf ein bisschen Vampire? Merk ja schon irgendwie, die Leute wollen unbedingt immer Vampire von mir sehen. Füllt mich ein bisschen mit Dankbarkeit. Auch wenn es kein Pen and Paper in naher Zukunft davon geben wird, wahrscheinlich. Aber wir haben ja Swansong. Deswegen direkt mal rein hier. Hoffentlich weniger Probleme am Anfang wie bei den letzten beiden Teilen. Ja. Wir sind unterwegs mit Gabe und ich habe gestern Abend noch mal probiert. Anscheinend kann man wirklich so mittendrin speichern. Das ist ganz gut, glaube ich. Oh, der Snake ist auch wieder da. Hallo, Snake. Schön, dass du wieder zu uns gefunden hast. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt irgendwie so machen kann mit Nachmittagsstream. Aber ich kann auch heute nicht so lange, weil ich habe ja heute Abend noch Phileasson. So, wir haben jetzt hier beim letzten Mal den Safe hier ausgeräumt. Und können wir eben noch mal gucken, was wir noch machen müssen. Wir müssen noch Hilda McAdams Akte finden irgendwo. War hier wahrscheinlich. Hier war nichts mehr drin. Wir haben ja auch noch Zeug gefunden, womit wir. Warte mal. Ah ne, okay, das war das Bild, das haben wir uns schon ein paar Mal angesehen. Zeug gefunden, mit dem wir in die Tiefgarage kommen. Du hast alles nachgesuchtet, Harlekin. Ja, so viel gab es ja nicht zum Nachsuchten. So. Vielleicht war das allerdings auch die Akte, die wir hier meinen nicht bekommen haben von der Ghulin. Oder von dem Ghul. Da ärgere ich mich immer noch ein bisschen drüber. What a mess. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo das jetzt nochmal war, dass wir zu den. Also hier war das Kinderzimmer. Hier war noch ein Handy, glaube ich, wo ich noch die Sprachnachrichten, glaube ich, noch nicht geguckt habe. Okay, da. Ja. Gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Ja, XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June, I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Da ist jemand, sehr verzweifelt. Scheint aber auch damit zu tun zu haben, was wir hier, was er mit der Vampirgesellschaft zu tun hat.
So, hier ging es nach unten. Was war hier nochmal? Ja, hier war der Weinkeller. Und die Küche. Aber irgendwo ging es doch, ich glaube auf der anderen Seite, da ging es glaube ich noch irgendwo in so einem Treppenhaus, wo ich... Wir könnten nach all dem, was wir rausgefunden haben, auch versuchen nochmal mit dem Haushälter zu reden. Vielleicht bringt das ja noch mal was. I've just got one more question. Yes. What do you want to know? Ah, seht ihr, da können wir noch mal irgendwie was anderes machen jetzt. Does the name Fortress Security mean anything to you? Does it ever? Hard to forget them. They came out here last year to work on a project for about 2 weeks. And Mrs. Moorhead interior designers here just about every season. But this time, the workers showed no respect for the common areas. There were 4 of them, and I can tell you, they made quite a mess. I had to clean up the debris and plaster they left behind them for weeks. Any idea what they were working on? No. I mind my own business. 4 workers here for 2 weeks. Who left behind loads of debris and plaster. They weren't here for a small project. I think we're done here. Thank you. Huh. You managed to calm him down. I thought that would be impossible. Yes. And he was able to answer a few questions. FBI, descending in the cavalry. Oh, ich bin mute. Danke, Eleanor. Direkt mal die Punkte eingesetzt. Sehr gut. Dachte gerade, dass ich an dem Spiel ein bisschen vermisse, dass man so einen Log hat, wo man die wichtigsten Informationen, die man gefunden hat, irgendwie aufbereitet kriegt. Oder von mir aus, wenn sie einen nicht so an die Hand nehmen wollen, dass man so ein Ingame-Tool hat, wo man sich Notizen machen kann. Weil man kann es halt auch auf einen Zettel schreiben, auf den Tisch legen oder so, aber ich sagte, wenn ich mir jetzt mal angucke, meinen Terminkalender, die nächsten paar Tage so, ich hoffe, dass ich immer es immer hinkriege, dass man noch so eine Stunde spielen kann am Tag. Aber das ist nicht hundertprozentig gegeben. Und da wäre das dann halt schon cool, wenn man sowas hätte. Bin ich jetzt irgendwie doof? Ich habe sowas in Erinnerung, dass es sowas gab, aber wo? Wo? Interesting. Das hier war das Ding nach unten. Lass uns hier nochmal die Akten angucken. Deeds. Stock portfolios.
Jetzt, wo wir wissen, aber er hat der Ghoul ja schon drin rumgestöbert. Hat da wahrscheinlich die Akten rausgeholt, die ja interessant wären. Hier konnten wir nicht weiter. An dem dürfen wir nicht nochmal trinken, obwohl wir nur ein Blut getrunken haben. Kann auch sein, dass ich mich jetzt hier total verrenne und total... gebrauchte Kleidung. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Genau den meinte ich. Vielleicht finden wir unten in der Garage noch die Akte von der unser allergeliebten Toreador. Mister, you can't go into the parking garage. It's a crime scene. Agent Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. Hey, didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant. Pot security guard, pot valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. He? What? You said he must have been in a hurry. You're saying it was a man. Oh, no, no. It just slipped out without thinking. It could have been a woman. Do you think it was the murderer? We're not sure of anything at this point. I've got a few questions. Das ist schon verdächtig, wenn er irgendwie, ne? Der Zeuge. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. You mentioned skid marks. Yeah. They're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Let me know if you have any other questions. Okay. War mal worth checking, ob er auch ein Ghoul ist. Oh, hier ist er irgendwie tatsächlich jemand mit quietschenden Reifen rausgefahren. Was hatten wir nochmal? Wir hatten zwei Sachen gekriegt für hier unten. Wir haben einmal den Autoschlüssel. Bericht, das ist das Handy von Moore. Das ist der Archivschlüssel. Haben wir den schon benutzt? Ah. Weiß ich nicht. Nicht so für sowas, weil das irgendwie ganz nützlich. Schlüsselkarte des Concierges, mit dem wir in die Tiefgarage kommen. Die haben wir wahrscheinlich gerade genutzt. Ja. Okay.
interessante Autos, die wir hier drin haben. Hier ist wohl der Unfall passiert ohne Ratte. Aha. Feeding on that is beneath a kindred. Ja, vor allen Dingen, wenn da vorne, also wisst ihr, auch gestern, wo wir irgendwie dachten, okay, im Kinderzimmer ist es nicht safe. Hier haben wir das zwar auch nicht, aber hier könnten wir von der Ratte trinken, obwohl hier Polizisten rumstromern. Das Spiel ist da ein bisschen, naja. A vehicle ran into the wall. Na gut, das wissen wir ja schon, das hat er ja gesagt. Okay, hier sind aber wieder die Möglichkeit, nachher zu trinken. Das hier gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Safe-Platz. Ja. Ziemlich abgeheftet. Oh, da hinten. Was ist das? Aha. Zwei Blut. Okay, den Schlüssel haben wir nicht. Wir könnten unsere letzte Willpower ausgeben, um das Ding zu knacken. Und hier an der Seite können wir nichts machen. Agent Smith, FBI. Oh, hello, McLean. Can I help you? Just a few questions. Moore had several cars, right? Yeah, I think so. But you better talk to Wyatt about that. Your colleague mentioned an accident that happened tonight. Do you know anything about it? Oh, no. Not yet. Wyatt told us everything he knows. You questioned the caretaker when you arrived? We didn't have to. Wyatt told us everything we needed. He's a real team player. If you want to find out more, wenn einem das Spiel versucht zu sagen, trete jetzt endlich mit Wyatt. So you know him too. Geh und rede mit Wyatt. So, was gehen wir hier? Oh, hier sind noch mehr. Oh, oh, oh. No, that's impossible. Locked. Can't be forced. Interesting. Ah, hier ist ein sehr sicherer Raum. Even access to the trash is restricted here. Wyatt, du warst nicht hier. Ich konnte schon wieder nicht an die Müllcontainer. Würdest dich um die Tür zu öffnen, offen zu lassen. Ein paar von uns müssen noch arbeiten. Aha. Hier noch einen Schlüsselkasten oder so? Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich dann doch irgendwie mit Wyatt reden. Oh Wunder, oh Wunder. Ey du! Bevor du da jetzt wieder zu den anderen rüberläufst. Verdammt. Ich hab da drüben was gefunden. Hallo. Kommst du mal mit?
Right on. Wyatt ist der Schlüssel. Hm, könnte sein, ja. Okay. So viel zu unserem Blutproblem. Wyatt. Hello, Mr. Bezori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Everyone knows who you are. Ist das so? Huh. Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation. Sein Vampir? I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. I just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. Mm. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Hm. Das, jetzt spielt er echt mit dem Feuer. Also wenn er weiß, dass ich lange Thinbloods gejagt habe. Who created you? His name was Victor, but he died last year. Hm? Do the Kindred know you exist? Yeah, yeah. I followed the rules, but the Prince told me he never wanted to see me again, so. I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm hoping someone will notice one day and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely if you ask me. Hmm. That's not very honorable. What? But I... Stay the way you are. How can you say that? You're like a god to me. Quit dreaming. Immortality is a curse. Believe me. You should enjoy the fact that you can still stand the sunlight. What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear, I've got a sweet job here. I'd never risk it. Hm. Okay, da sollen sie auf jeden Fall gleich den Müllcontainer aufsperren. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The sixth floor attendant left around 11? At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows.
I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Open it. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? Ey, wir haben so scheiße wenig Willpower, ey. Das ist... Einschüchtern sind wir besser, aber es ist eigentlich egal, ob wir das mit Rhetorik machen oder mit Einschüchtern. Können wir zwischendurch nochmal in den Charakter gucken? Wir haben auch zwei in körperlich. Wir haben auch zwei in gesellschaftlich. Ja, die... Ja. Es ist auch nur ein Scheitern erlaubt. So, wir können auch nur einmal boosten, das heißt, wir können es höchstens auf dem Unentschieden bringen. Warum ging das jetzt nicht? Of course not, Mr. Missouri. I have no desire to waste your time at all. But I just can't open these dumpsters. Listen. We're just gonna forget this conversation ever happened. So viel dazu, dass er keine Fähigkeiten hat. You didn't just try to corrupt my memory. Ja, auch das Dünnblut ist besser als wir. Das ist ein bisschen scheiße. Ja. Das fühlt sich nicht gut an in dem Spiel, das muss ich sagen. Unser Kind ist besser als wir. How can I make it up to you? Ach, Kacke. Na, jetzt können wir nichts mehr machen hier mit dem ganzen Zeug. Before I get really angry, do you want to tell me what the hell is going on? I'm scared, Mr. Missouri. Scared of what you're gonna think when you see what I've been doing in there. I didn't mean any disrespect. You're not doing a very good job. Get a grip, man. Yes. Yes, Mr. Missouri. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't. Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. I was really hoping we'd come to an understanding. I'm sorry, Mr. Missouri. What? Son of a bitch. Jetzt hat er schon zwei Fähigkeiten. What the fuck, ey?
Ah, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nicht gut an. Lügt mich also komplett an. Ausrüstung erhalten. Dünnblütige werden zwar von Kains Kindern verspottet, besitzen aber mannigfaltig außerordentliche Fähigkeiten. Ja. Dein Gegner kann nicht fokussieren, während du fokussierst. Die Erfolgsquote von Disziplin steigt um 25%. Das Risiko gegnerischer Fokus steigt. Okay, hätten wir eben gebraucht, ne? Das Spiel hält sich nicht an das, was es sagt. Ja, habe ich auch ein bisschen den Eindruck. Ein bisschen Willpower zurückholen. There's nothing in it. There's nothing in it. Welches von den Autos ist wohl das Auto vom... Also das andere war ja hier vorne das. Vielleicht das hier. Any news, guys? Nothing yet. Aber wir haben hier noch einen Schlüssel, ne? Do you know if our backup's on the way? This should take a long time. Aber das Einzige, was es halt auch auf jeden Fall ist, also ich weiß nicht, wie es in dem Spiel jetzt gemacht wird, aber ich hoffe, dass wir das reporten können an den Prinz. Weil dieser Typ, der ist sowas von unten durch jetzt. Denn der, also eine offizielle vampirische Ermittlung hat uns angelogen. Nein. Da was? Nein. A vehicle ran into the wall. Und hier war ja nur das Fahrzeug von ihm. Die Computer irgendwie benutzen oder so. Da ist noch was auf dem Boden. Damn it. He played me for a fool.
locked. I have to find a way to open it. Ja, aber wie? Can't be forced. No, that's impossible. I have to find a way to open it. Also, dass er uns anlügt, war ja schon von vornherein klar eigentlich, weil er hier auf jeden Fall, hat er gesagt, er kann das nicht öffnen. Und hier steht ja auf jeden Fall, dass er das kann. Frage ist, wen er deckt, ja. Ich schätze mal, vielleicht denselben, der den Ghoul hier hingeschickt hat, den anderen, ne? Also oben die Ghoulin. Aber hier ist nichts mehr, ne? Hier zumindest nichts mehr. Hier irgendwie. Board. First Aid Kit. Andy. Ich habe mit nichts interagieren hier. Das ist nur der Hinweis, dass es sich um den Ghoul handelt. Unbefriedigend, unbefriedigend. Ich frage mich auch, wofür der Schlüssel sein soll, den wir gefunden haben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, man konnte den irgendwie benutzen oder so. Aber wir sind jetzt ja alle Autos schon abgegangen, ne? Hm. Ist nur der Aufzug. Also ich hätte jetzt auch irgendwie versucht, die Polizei auf den anzusetzen. Tut sich nichts am Auto auf dem Stuff-Parkplatz. Im Stuff-Parkplatz? Welchen meinst du? Den, das hier, was wir schon angeguckt hatten vorne? Der Schlüssel ist für Watts Auto. Ja, den wir bei ihm gefunden haben, der war für ihn, der war für Watts Auto, aber wir haben ja einen zweiten Schlüssel noch. Guck, wir haben hier... Den hier, den haben wir benutzt für das Auto. Und was jetzt offen ist, wo hinten die Klappe offen ist. Und den hier haben wir oben gefunden. Aber ich finde das Auto dazu nicht. So, und hier ist ja nichts mehr drin, außer... There's nothing in it. ...dem Zeugs. Oder? Inspizieren? Ne. Hier an der Seite kommen wir nicht rein. Ich fürchte. Das war's hier. Der kann uns auch nicht mehr weiterhelfen. Even access to the trash is restricted here. Komisch, ja, Eleanor, genau.
versuche gerade irgendwie so ein bisschen draus schlau zu wissen von dem, was er mir gesagt hat, als ich mal gewonnen hatte. Da hat er irgendwie gesagt, er möchte nicht, dass ich weiß, was da drin ist, weil es ihm peinlich ist. Also da hatte ich schon für Vermutung, dass er da irgendwie Ratten reinstopft oder so. Aber... Das soll mal ausmachen wieder. Vielleicht hilft das ja. Warum sollte es? Do you know if our backup's on the way? This should take a long time. Ah, hier. Wusste doch, irgendwo war da was. Aber waren wir da eben nicht auch schon mal dran und dann war da nichts? Irgendwie ein bisschen merkwürdig. So. Da ist die Akte von Hilda. Immerhin das. Ich meine, es kann ja auch sein, dass das Spiel gar nicht will, dass wir diese Informationen bekommen. Weder von der Ghoulin noch von dem Dünnblut. Aber wenn ich das Ganze jetzt nochmal aufziehen würde, könnte ich, glaube ich, versuchen, den Charakter ein bisschen heftiger zu skillen noch. Aber die Willpower ist halt echt krass, auch in diesem Szenario, wie krass schnell die runterging. Aber ich habe halt auch viel versucht am Anfang, was irgendwie total nicht nötig war. Vielleicht nicht nah genug dran, ja, kann gut sein. So, Herrin, obwohl sie nicht direkt in die Finanzwelt involviert ist, hat Hilda McNeil ein feines Gespür für ihr Vermögen einzusetzen. Sie weiß genau, was sie will und wie sie es bekommt, was unsere Interaktion recht einfach macht. Ihr Geschäft als Kunsthändler ist ziemlich konventionell, obwohl der Umfang ihrer Geschäfte größer ist als bei jedem anderen meiner anderen Kunden. Ihr Geschäft als Mrs. McAndrews hat sehr deutlich gemacht, dass sie ihre persönlichen Akquisitionen, die sie in ihrer privaten Sammlung aufbewahrt, von den Stücken, die sie zu Investitionszwecken erwirbt, ununterscheiden möchte. Okay. In diesem Zusammenhang gebe ich zu, dass ich von ihrem Wissen auf diesem Gebiet beeindruckt bin. Es geschieht sehr selten, dass sie Geschäfte mit Verlust macht, und wenn, dann wird der Verlust sofort durch einen wahren Meisterstreich kompensiert. Sie überlässt nichts dem Zufall, was für ein Vermögensverwalter beruhigend ist, besonders wenn es um große Beträge geht. Der Rest ihrer täglichen Transaktionen spiegelt den üblichen Lebensstil einer Person ihres Ranges. Hilda's planned for everything, even her eventual end. Es gibt eine spezielle Angelegenheit, die ihre Aufmerksamkeit erfordert. Mrs. McAndrews hat mich gebeten, eine Art Testament für sie aufzusetzen. Ich war von der Bitte an sich überrascht, da ich kein Anwalt bin und keine Erfahrung mit dem Erstellen dieser Art von Dokumenten habe. Angesichts ihrer Langlebigkeit war ich davon ausgegangen, dass Erbschaften kein Thema sind, das sie groß beschäftigt. Dies ist jedoch nicht die Fragestellung, auf die ich ihre Aufmerksamkeit lenken will. Vielmehr ist sie über die Identität des Begünstigten, des größten Teils von Mrs. McAndrews Vermögen in Kenntnis zu bringen. Ihr Hab und Gut soll einem gewissen M.M. Lewis vermacht werden, den ich nicht das Vergnügen habe, kennengelernt zu haben, der aber, wie es scheint, relativ wenig mit ihrem Hof zu tun hat. Es scheint mir mit Risiken belastet, dass im Falle des Ablebens von Mrs. McAndrews so viel Vermögenswerte aus ihrem Einflussbereich entfernt würden. Ich empfehle diese Angelegenheit äußerste Wachsamkeit. Na, M.M. kennen wir, ne? Hallo, Gevatter. Schön, dass du da bist. M.M. kriegt also alles, wenn Hilda drauf geht. Und der... Ich weiß nicht, ob der Prinz das schon weiß. Wenn schon, dann könnte man verstehen, warum sie M.M. zum Primogen machen will.
Ich denke, hier unten ist nichts mehr. Ich fürchte, wir sind durch hier, ohne dass wir irgendwie, dass sich das jetzt gut anfühlt hier. Wir haben zwei der wichtigen Rededuelle verloren. Und sind dadurch nicht an richtig interessante Informationen rangekommen. Und ich wüsste jetzt auch nicht genau, was wir jetzt dem Prinzen hier zu sagen sollen, ne? Aber wir haben zumindest die Berichte alle gefunden. Ja, genau, die Akten jedenfalls gefunden. Und zwar alle, das ist auch ganz gut. Also hatten wir die Akte von der Gulin doch gekriegt. So. Gehen und die Ermittlung beenden. I've got what I need. Hoffentlich war das kein Fehler, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was wir noch machen sollten. Let's go back to the prince. Aber das werden wir jetzt hier erfahren, ne? Genau, Konfrontation mit Dana verloren und mit Wyatt verloren. Wird es einen versteckten Raum in... Ach ja! Ach ja! Ah, darauf haben wir die Hinweise ja gekriegt. Ah, das habe ich ganz... Siehst du, das sind die Sachen, wo ich... die ich meine mit dem Log. Ich glaube, gestern hätte ich... Wenn ich gestern weitergespielt hätte, da hätte ich mich daran erinnert und hätte noch weiter gesucht. Aber das hatte ich total vergessen, dass wir da Hinweise zu einem versteckten Raum gefunden hatten. Der Safe Room Snake, genau, ja. Okay, aber gut, das gibt dann Wiederspielwert, ne? Mal gucken, ob man den nochmal findet. Aber sonst haben wir hier... ein Ghoul in der Reihe der Polizei gefunden. Alle des Berichte, 100 Erfahrungen. Da können wir noch schon was mitmachen. So. Okay, Moores Wohnung haben wir. Wo sollen wir weiterspielen? Mit MM oder mit Leisha? Lieber Chat. Habt ihr Bock drauf? Leisha will Eleanor. Und wenn Eleanor das sagt, dann machen wir das doch. Wir könnten sehen, ob MM das Geld will. Ich denke, irgendwann werden wir das definitiv sehen, weil ich glaube, man kann alles, man muss alles spielen. So, aber wir können erstmal steigern. Wir haben nämlich 75 Punkte. So, sie ist hier Psychologie, Sicherheit, Technologie, geistig. Und wir haben sie geskillt auf Auspex. Hm. 45 Punkte für Tarnmantel. Dann können wir auch elektronische Geräte beeinflussen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann haben wir noch 30 Punkte über. Können wir hier noch eine Technologie setzen? Oder hier was reinziehen. Ich glaube, die sind auch mal ganz cool, weil man die nicht steigern kann mit Willpower. Schlussfolgern wäre nicht schlecht.
Ja, die sind alle immer an Tatorten, ne? Also, das sind halt alles irgendwie Ermittler. Das ganze Spiel ist ja eher so ein Detektivding. Ich würde auf ihre Aufgabe achten, da sie jetzt einen Tatort untersuchen muss, ja. Kann ja aber auch sein, dass sie halt irgendwo auf. Ich weiß nicht, wir wissen ja nicht, wie das da aussieht, ne? Also. Kann ja auch sein, dass sie da in Bereiche muss, wo sie nicht gesehen werden darf. Wo Kameras sind oder so. Und dann wäre das halt auch ganz interessant, ne? Auspex haben wir schon auf 2. Also ich finde, finde das schon interessant. Und dann Schlussfolgern oder Weisheit noch einen hochziehen oder Technologie. Dass wir Sachen hacken können. Überreden wir natürlich auch noch was. Oder wir scheißen auf die Tarnung. Wobei das halt, das ist halt ihr Alleinstellungsmerkmal. Das kann sie von allen Vampiren halt am. Das ist das, was sie allein, also besonders macht. Hacken könnte wichtig sein, ja. Meint ihr, wir sollten eine Disziplin dazu nehmen oder wir sollten die jetzt nicht machen? Wenn wir keine Disziplin dazu nehmen, können wir hier halt 2 Sachen steigern. Also können wir mal machen, irgendwie Disziplin oder keine Disziplin, meint ihr? Disziplin. Ja. Machen wir das schon mal. So, und dann haben wir jetzt die freie Auswahl. Sicherheit können wir nicht, aber sonst können wir alles noch steigern. Psychologie, Technologie, Weisheit, Schlussfolgern. Ich denke, die machen irgendwie keinen großen Sinn, das zu aktivieren hier. Alternativ könnten wir noch was in gesellschaftlich machen, aber ich denke auch nicht, dass das groß Sinn macht. Weil wir da keine Punkte in den Talenten haben. Schlussfolgern. Also Weisheit macht eher so okkultes Zeug. Schlussfolgern puzzelt dir was zusammen. Technologie wäre fürs Hacken gut. Und Psychologie wäre gut, wenn wir wieder irgendwelche Leute quasi überzeugen müssen von unserem Zeug. Wann Anun will Technologie und Snake will Schlussfolgern. Ich schwanke auch zwischen den beiden. Was meint denn Eleanor? Hacken ist zu erwarten. Warum ist Hacken zu erwarten? Es ist halt eine Party-Location, wo wir jetzt hin müssen. Technologie. Okay. Wenn ihr alle Technologie wollt, dann nehmen wir Technologie. Da sind die beiden wieder. Have you ever been here before? No. This place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh. Do you know what happened? No. That's what we're zu spät, Eleanor.
we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. That's a bad sign. Remember what we said. No wandering off. Yes, Mom. I'm a big girl. Okay, then. Where are you, Richard? I'll still go and relieve a colleague later. Yeah, we're all on the breaks. I've never seen anything like it, have you? I've had visits with a few bodies over the years, but I never thought I'd stumble across a cemetery full of them in an apartment downtown. Stop! You can't come through here! Hi, I live in the building, and I was told to come give a statement. You need to go down to the precinct to give your statement, ma'am. Only law enforcement is allowed here. Oh, I hadn't understood that. Thank you. Have a pleasant evening. There's no way I'm gonna get access if I'm not one of them. Oh, ich bin schon wieder mute. Ich habe nur vorgelesen. Entschuldigung, Leute. Ha, great. Now I just need to find a secluded spot. Ich gehe dann mal hier in den Dressing Room. Kein Problem, hier ist noch nie sonst jemand reingegangen. Als ihr da wart, ihr guckt ja die ganze Zeit auf den Dressing Room. This should do the trick. Und auf einmal habe ich eine Police Officer Uniform an, als ich wieder rauskomme. Das ist ganz unauffällig. Sorry, but we got a full house. Officers tripping over each other already. Only forensics is allowed in the crime scene. And the feds, of course. No sweat. It was just in case you needed help. I should find a uniform I can use to get in. Okay, kommen wir trotzdem nicht rein. Okay, hier gibt's nix. My men won't miss them. Kann ich über die Ferne irgendwie? We can't let you through. We've got orders. Ah. Das war Auspex. This isn't rocket science. Keep it simple. I'll update the guns. You're taking over the investigation. And we'll put all the Uniform kopieren. And send them out to the balcony. Wenn dann FBI, oder? Do you have any idea what happened? It's gotta be some kind of cult, right? At the moment, da kommen wir nicht durch, wahrscheinlich. Again? Weil das unsere Tarnung aufhebt. Mordkommission.
Es ist doch. Oh. Richard, he sensed me. He's here. But something's wrong. I won't be sad when we're through. Good evening, officer. Gentlemen. All these bodies. What the hell happened? Ich sagte, das ist ein bisschen billig. Ach du Schande. Erst war ich Bewohner des Hauses, dann war ich ein Polizist und jetzt bin ich schnippdidipp schnell im Präsidium aufgestiegen in die Mordkommission. Schande. Oh, there's so much blood. I sense you're losing control. It's all this blood. I need to focus. Mom, are you feeling all right? Yes. Don't worry about me, Pumpkin. Mom, please? I'm going to be sick. All this blood, it feels so strong. Oh, crap. She feels as bad as I do. I want to leave, Mom. I'm scared. Hey, you're okay, Halsey. Time out. Let's just calm ourselves down. It's so awful, Mom. My tummy really hurts. Look at me. Why would someone do this to them? My precious little sugar fangs. Look into my eyes. I'm right here. We'll take it slow, okay? Each step forward, we take together. Okay, Mom. We have to try and think of something else when that happens. I've got an idea. Let's play a game. Here? In the middle of all this? Why not? We can just pretend they're not here, right? We could play Riddle Me This. Are you sure? You know I'm pretty good at solving riddles. Me too. I've got one. Riddle Me This. What makes a good slave but a poor master? Wisst ihr es? Guter Sklave, schlechter Meister. Drei Blut, what the fuck, ey. Aber wenn wir keine Ahnung haben... Bin schlecht in sowas. Naja, gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir scheitern. That's a tough one. I give up. Want me to tell you? Oh, please, tell me. The answer is fire. It's a good slave when you're its master.
But if you lose control and it becomes your master, well, then that's bad. Do you think it's silly? Of course not. It's extremely clever, Sugar Fangs. Can't you feel all that blood everywhere? Are we going to be hungry like this the whole time? We'll figure something out. Say, I was thinking, we haven't played a game together in ages. I know. I miss our games. Why don't you think up a riddle for Mom to solve? Okay. Hunger like that? Not now. Not here. Mm-hmm. Somebody spilled wine here. Ja, als ob man über den ganzen Blut jetzt noch den Wein unterscheiden könnte. Blood. Na gut, Vampire wahrscheinlich schon. Kinds were killed here. A vessel with more holes in him than a junkie. We're off to a good start. Na, das ist dann auf jeden Fall ein ziemliches Sicherheitsbreach. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Why don't you ask the captain? Ich würde ja gerne, aber ich müsste dafür vorbei. Aber hier, Eleanor, ja, sie kann, sie hat vampirische Kräfte. Entweder ist sie ein Kindervampir. Oder sie ist eine Einbildung. Könnte beides sein. What a massacre. A glass of wine with traces of cherry flavored lip gloss. Donors were killed here, and not just one. R.D. Richard Dunham. It's one of his old briefcases. I recognize it. A floppy disk. Another relic. What could be on it? A floppy disk. Another relic. What could be on it? It could be important. A cassette tape. Who would use a thing like that, other than Richard? Maybe I'll find something. Gute alte Zeiten. Mom, do you see all those big holes? Yes. Given the number of impacts, there must have been a lot of people taking shots. It's a good thing holes can't hurt us, huh? Yes. It's a very good thing, Pumpkin. The people who did this wanted to make sure there would be no survivors. That much is clear. There are casings everywhere. And they're all large caliber. Mm. All right, guys. Listen up. The feds are taking over the investigation. So don't touch a thing. Put all the stiffs with stakes through their hearts. Also, wir müssen dem auch auf jeden Fall die FBI Uniform kopieren. All right, go. Know what you have to do. Shit. I have to find Richard and fast. All said and done, it's probably better that the feds are handling this case. They have more resources to solve it. Yeah, and the means to analyze everything we've already. So? Nothing. A photocopier and some office supplies. No corpses anywhere? No.
It's the only room without a body. But it sure smells like death in here. Yeah, makes our morgue smell like a flower shop. You get a look at what they took out to the balcony? Ein sicherer Raum. Deal what they're up to. Dietrich, was macht der? Sicherheitswert für die nächste Interaktion um einen erhöht. Willenskraftpunkte wiederherstellen, okay. Jetzt brauchst du nur noch den Bleistift, ja. So. Trinken wir jetzt? Ja, warum eigentlich nicht, ne? What kind of sicko would do that? Die können wir nicht trinken. Ja, hier sind so viele, das ist irgendwie auffällig. There's a note. Mein lieber Edward. Wie du weißt, war ich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, aber heute Nacht habe ich endlich ein wenig Zeit für uns beide. Als Dankeschön für deine Geduld habe ich eine kleine Überraschung mit Himiko organisiert. Ich weiß, dass wir uns schon lange nicht mehr treffen konnten. Aber wie du weißt, waren die Verhandlungen für diese historische Wiedervereinigung äußerst kompliziert. Und wir haben lange gebraucht, um einen Kompromiss zu finden, dem beide Seiten zustimmen konnten. Wenn du meine Absenz verzeihen kannst, möchte ich dich einladen, dich um Mitternacht zu mir zu gesellen. Eine Freundin wird sich dort mit uns treffen. Du kennst sie wahrscheinlich nicht, aber da du so sehr auf Fesseln stehst, wirst du ihr einzigartiges Talent sicher zu schätzen wissen, Jara. I wonder what surprise Jara had in store for him. Mal gerade was gucken hier. Wo ist der FBI-Fritze, wenn man ihn kopieren will? A gang war? Why not? Für Schlussfolgern fehlt uns noch irgendein Hinweis anscheinend. Looks like it was made by a shotgun blast. And we're not talking 12 gauge, but something bigger. Someone wanted to make sure there would be no survivors. Ich finde, das Game schafft es immer ziemlich gut, am Anfang des Szenarios die Ressourcen wegzunehmen. Ne? Eben ja auch schon mit dieser Konfrontation mit dem Kind. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. There's been wine in this glass. And there's a trace of lipstick. Cherry lip gloss? Yuck. Überall hat diese Dame mit dem Cherry-Zeugs irgendwie ihre Spuren hinterlassen. There was a container here earlier. Dust. No. Smells like burnt leather. Ashes. Ah, ein toter Vampir. Sorry, only forensics can go in there. Research, what's going on? What the fuck? I can sense your hunger. What's going on? Shit, it's starting again. Mom, are you okay? Do you feel weird too? We've already had that talk, Halsey, my love. Don't look at it. So, have you come up with Schon another wieder. Riddle for me?
Yes, I've got one. I'm listening. Ich will keine Rätsel lösen. No, no. Middle needs this. I fear the sun more than anything. And the mortals have been fighting me since forever. If they catch me, they keep me in a box. Who am I? Ich glaube, der Tod, oder? That's an easy one. It's death. The vessel's put in a box in the dark. You're overthinking it, Mom. That's okay. Not it. Wie gesagt, ich bin blöd. Overthinking? Really? You are a clever girl. Not death, then. It's the cold. It's kept in the fridge, and the vessels don't like it. Ich bin ganz schlecht in sowas. Oh, wow. You were so right. I was way off. Halsey Schoolers, one more point. And zero for Mom. But I haven't said my last word. I'm not giving up. Are you feeling funny too? Are you hungry? I'm almost done, okay? Let's just keep playing. Ugh, the hunger. It's too strong. Damn it! Someone must have tried to mop up a stain with it. Somebody spilled wine on this bag. Lavender soap. Mann. Ich bin müde. Ich hab nichts Schlimmes gesagt. Na, ach komm! Ich, Großdepp! Okay, wir spielen das Spiel auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, ohne dass wir das machen können. Fuck. Vorne war dann noch ein... Safe-Raum gewesen, ne? Da hinten um die Ecke. They must have emptied their magazines. I still have work to do. Sorry. Laufen mir noch zufällig welche rum? Nee, aber das war ein Safe-Raum hier, ne? Ja. Und hier ganz vorne war auch noch ein Safe-Raum gewesen, da wo wir uns umgezogen haben.
will take a minute. Right away. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Ressourcen über hier. So, wir konnten jetzt zwei Sachen machen hier vorne mit Auspex. Entweder die Spur verfolgen. Aber ich denke, es bringt einen nicht sonderlich viel weiter. Can someone come and bag a briefcase in the kitchen? A briefcase? She had a left. I'm out of large. Oder wir konnten noch irgendwas anderes machen. We got backup on the way. They'll have some. What do we have here? Tons of evidence. Do you know if the team from Forensics LPU has shown up yet? No, I don't. I need them to process the briefcase I found. And the invoice that was with it. An invoice? Yeah. There's some glass tubes. Address to some warehouse over on Sellers Street. Shit. There's a red salon in that district. We've got to hand it all over to the feds. I can do it if... I already gave them the address. They'll probably send a team to investigate when they're done here. I've got to warn Hazel. Mm-hmm. You can't come through here. Sorry. I haven't finished collecting evidence. So, auf den Forensiker haben wir schon mal kopiert. A briefcase. What is it? It's a small suitcase. We put important papers in, Pumpkin. Moore. Warum sollte ich mich jetzt hier verdunkeln? Ach so, weil ich das hier hacke. Ah. Hm. Ich könnte es hacken. I know, Eleanor, ich weiß. Aber danke. So. Gucken wir uns erstmal mal ein bisschen um. Gucken wir mal, was wir rauskriegen, ohne dass wir hier irgendwie was ausgeben müssen. It's the reference of the container that was here. Mhm. A vessel. Dead. Also bis jetzt haben wir nur einen toten Vampir. Auf jeden Fall. Und etliche tote Vessels. Schließen.
Kann ich nicht. Aber das scheint dem Spiel auch nicht wichtig zu sein, sowas. Was genau ist eine Wessel? Eine Blutbank? Im Prinzip schon, ja. Sind irgendwie Menschen, die man, also die freiwillig von sich trinken lassen. So, jetzt gehen wir nochmal ins Bad. Und schauen uns hier nochmal die Auspicks, also Psychometrie auftun. Also wir können gucken, was das Ding gesehen hat. Das können wir, weil wir Auspex 2 haben. Oder wir können hier die Spur verfolgen. Genau, Herde. Ja. Was meint ihr? Sollen wir uns angucken, was dieser Lavendel-Seifenspender gesehen hat? Oder sollen wir die Spur verfolgen, wo die Person mit dem Lavendel-Ding hin ist? Wessel heißt Gefäß, genau, ja. Psychometrie? Ja. Gucken wir uns das mal an. Ich will auch wissen, was es macht. These vessels can't hold their liquor. They've gone from giddy to drunk in less than an hour. Hazel's gonna kill me. She lent it to me for the party. Wait, try using soap. It's better than nothing. I'm covered too. It won't come off. Miley, don't cry. I'll ask one of my servants to take care of it, all right? Okay, thanks. I'm going to go finish my cigar outside. I'm too nervous. Good idea. If that will help you relax, I'll join you out on the balcony. Miley, I'm on the right track. Okay, das ist die eine Person, die wir suchen müssen. Also suchen wir mal. So, what are you gonna tell us? Ah ja, hier dürfen wir ja nur durch. Wenn wir Forensiker sind. Also ziehen wir uns mal die Forensik-Sachen an, ne? Hallo, ich bin hier der neue. Come on, our hands on deck can't hurt. Lisa, Lisa. What's happening? What's happening to you? Mom. Yes. Oh, das ist echt anstrengend, come on, ey. Please. Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl. But it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Let's take a little time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah. I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, but it's the last one, all right? Cross my heart, Pumpkin. Mist. Ich will keine Rätsel lösen. Hazel Iverson is the sire of my child. Who am I to Hazel Iverson? Jetzt habe ich nie aufgepasst. What? Could you repeat that, please? If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson?
das Kind von Hazel Iverson der Erzeuger meines Kindes ist. Das Kind von Hazel Iverson ist der Erzeuger meines Kindes. Wer bin ich für Hazel Iverson? Schwiegertochter, ja, so einfach ist das nicht. Ich muss mir das mal, also. Hazels Kind erzeugt mein Kind. Kind von Hazel Iverson. Erzeugt mein Kind, also bin ich das Kind von Hazel Iverson. Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. Uhu. That was a hard one too. Ich kann auch mal was. You're not disappointed, are you? Hat lange genug gedauert. No. I'm happy that you're so good at riddles. So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mal Kaviana nicht leiden kann? It's so much fun. And we feel better. Timeout is over now. Ah, okay, dann krieg ich mal. Oh, okay, das ist. We're really close to Richard, but I don't want to see him. Halsey, so you've been hearing him too, and you didn't say anything. I know he doesn't like me. What could possibly make you think that? He doesn't want you to take care of me. He says it out loud all the time. Listen to me, Halsey. What matters most is that I love you, don't you think? Yes, I guess so. Then we need say nothing more. I don't have to tell him you're here. Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long, just wait for me here. Yes, Mom. I will. We've got to keep it up. Okay, wir haben ein sicheres Gebiet gefunden. I'm gonna be here a while. We're done with the photos. Now we need to collect samples. All right. Shit. Ach du Schande. Gepflockt. On you.
They're here. They found us. Before I knew it hit me, I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals aren't afraid of us. Shh, gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Calm down. What happened here? The mortals who are here? It's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure? Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass. All of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait. There might still be kindred here. We can't leave them behind. This is insane. It's irresponsible. The prince asked me to find Miley. But I need your help. Miley? Well, now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. And you'd rather obey her? She's using you. There's no way I'll help. Ask her for help since you're here for her. Was ist denn das für ein Arsch, ey? Dieser, da natürlich sind die wieder total mega gut, ohne dass wir was dagegen machen können. And what about you? What were you doing here? Leopolds Gesellschaft, ja. Excuse me, I don't understand. I came to present my vessels to the Hartford envoy. They're part of the prince's agreement. So you obey the prince too sometimes? It wasn't an order. It was the crowning achievement of my years of research. Some things are beyond you. It's obvious that Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you or about your premonitions? That argument doesn't hold water. Hazel's not the first person to take an interest in our gifts. Princes have always sought glimpses of tomorrow to better rule their domains. Take Quentin King, for example. Yes, I know. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling you about me? Wir werden das wieder verlieren. Ich bin da echt unbegabt drin in diesem Zeug, ey. Sie meinte, ich soll meine eigenen Entscheidungen treffen. Gesagt, dass sie mir vertraut. Nichts Besonderes. Also sie hat gesagt, dass sie mir vertraut. Hazel told me that she trusted me. You do well not to return the favor. Why is that? You don't release a patient from a Markarvian institute to run a few errands. Ugh. You always see the bad in everything. Your gifts can be particularly useful to her. Keep it in mind. I just know ich glaube auch Snake. She likes us. Wenn er wütend wird, wird's böse. You particularly. Right, it's a good thing I keep my emergency kit at the prince's apartments. Why? I'll give you a dose once we're back there. That should be enough to get you back to the Institute. Das macht ihn auf jeden Fall sauer. I never promised that I wouldn't ever go back. But first, I need to finish what I came here to do. That's not how it works. You can't just interrupt your treatment whenever you feel like it. Richard! I'm fine. Since I can't diagnose it, I'll take your word for it. Hazel should have respected my instructions. What do you mean? She should have followed the treatment I prescribed for you, that's all. This issue is not over. I will have words with her. Let's get out of here. You go ahead. I'll catch up with you.
Leisha, that's not what you want me to trust you, but you don't trust me. It's not that. I'm just worried about you. Get going. The clock is ticking. You can, at the very least, let me help you. Here, with this, you should be able to temporarily impersonate anyone. I'll find Miley and catch up to you, okay? She was with me when they attacked us. She was? Yes, she was injured, but she managed to escape down the hallway. I heard them capture her. I can still sense her. She's hurt. But she's still here. Thank you. Come on, we don't have a minute to spare. Oh, and tell them they have the address of the Red Salon on Cellar Street. We should expect a second attack there. I must inform the court. Be careful. I'll be counting the minutes until you return to us. Was mich stutzig macht, wenn die zweite Inquisition das war. Diese ganze Sache hier. Warum haben sie ihn nur gepflockt? Wisst ihr, was ich meine? Habe ich seit dem letzten Mal Swansong viel verpasst? Also wir haben die Galeb-Mission zu Ende gemacht. Waren da nicht, also ja, semi-erfolgreich. Und jetzt sind wir hier auf an der Mord. Das ist bei der Party. Und wir haben gesehen, dass da auf jeden Fall Vampire getötet wurden. Sie sind hier rein mit dicken Kalibern, haben alles niedergemäht. Aber ihn haben sie nur gepflockt. Und da liegen lassen. Also entweder hat er damit irgendwas am Hut. Und der ist mir nicht sonderlich sympathisch. So wie er sich verhält. Er will uns ja auch ständig irgendwie in die Anstalt schicken. Zurück. Oder die zweite Inquisition hatte Probleme, als sie hier waren und sind zurückgedrängt worden oder attackiert worden, sodass sie nicht genug Zeit hatten, ihn zu töten. Aber dafür haben wir keine Hinweise gefunden bisher. Also das ist sehr sus, würde ich mal sagen. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Oder dritte Version, die wollten gar nicht alle Vampire umbringen, sondern wollten lebende Vampire fangen, um die in diese Container da wegzutransportieren und da irgendwas mit denen zu machen. Aber selbst dann müssen die irgendwie unterbrochen worden sein von irgendwas. Aber da wir gesehen haben, dass hier die Leute, die Polizisten und so, diese Container benutzen und draußen wegschaffen, sind die hier also noch am Werk. Das heißt, sie können nicht unterbrochen worden sein. Jetzt könnte es natürlich immer noch sein, dass sie den noch nicht eingepackt haben, aber ja, das Logo auf dem Container ist dasselbe wie auf dem Flock, habe ich mir auch schon aufgefallen. Also das ist sehr, sehr sus, dass der das hier einfach so. A cigar. Barely smoked. That's where it was stubbed out. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich glaube aber, ich schätze, der war noch nicht eingepackt. Ja, ja, ja. Aber warum? Ne? Also, Experimente, Befragung, ja genau.
Gehen wir einfach mal davon aus, dass sie nicht alle töten wollten. Ja, ich gehe stark davon aus, dass sie nicht alle töten wollten. Aber es macht trotzdem, macht die Sache nicht besser, warum er da jetzt noch nicht eingepackt war. Also es ist alles so ein bisschen weird gerade. So, aber ich muss leider den Stream jetzt ausmachen, weil es gibt's gleich Abendessen. Und danach muss ich noch ein bisschen vorbereiten für Phileas und heute Abend. Wir sehen uns 20 Uhr wieder. Dann gibt's Pen and Paper mit DSA Phileas und Saga. Ich hoffe, ihr habt da auch Zeit, nochmal reinzugucken. Ich schaue nochmal, ob ich euch irgendwohin weiterschicken kann. Guck mal, der Kakko ist online. Den Kakko nehmen wir doch gleich mal mit. Und da könnt ihr ein bisschen Warhammer gucken. Und dann sehen wir uns heute Abend hoffentlich. Macht's gut. Grüßt den Kakko von mir und Segen der Nacht und so, ne? Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.